Ja, erledigt. Geil, und eine TP-Kapsel A. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben, eine TP-Kapsel A zu haben. Und ein Speicher ab. DX sogar. Ein Speicher ab. DX. Geil. Gut, wir haben jetzt noch der verlorene Dämon, aber vorher wuseln wir nochmal ganz schnell in den Laden hier. Toll. Nein, nicht Anführer ändern. Befehl entwickeln. Das da. Ich brauche nämlich noch ein paar USB-Dinger. Befehl. Keine Ahnung. Nein, nicht Anführer ändern. Befehl entwickeln. Das da. Ich brauche, weiß ich nicht. Nein. Ja, gut. Nein. So. Das da. Nein. Doch. Ja. Nein. Wie? Ciao. Zieh ja. So, können wir ein paar echt niedliche Digitationen machen? Warum können wir Belzimmer nicht digitieren? 220 Geschwindigkeit, 300 Angriff. Knapp werden mit dem Angriff, ne? Bis dann, Christina. So, Infernomon. Wir brauchen was ganz Infernalisches von dir, und zwar das da. Eine Zurückdigitation. Epicness Level 1000. Master Chief. 140 Int. Wir arbeiten dran und das kriegen wir auch hin. 250 Angriff. Kriegen wir bestimmt hin. Was auch immer das denn wert. Digitation. Endlich wieder ein Maschinendramon. Gott, endlich. Du hast mir so gefehlt. Mal Bobbelsche. Warte, Kuschel? Auch noch nicht. 200 SP und 250 Int. 250 Int wird aber nichts. Das wird aber nichts. 250 Int. Naja gut, müssen wir mal gucken. Ja, du brauchst auch noch Int, ne? 120 Int. Hast ja echt viel Int dazu bekommen durch das Level, du alte Bratze. Andere außer Virus mitnehmen? Nee. So, das können wir nochmal schnell machen. Hahaha. Weil du ja Megidra, ja. Ich bin verwirrt, okay? Was immer noch total komisch aussieht. Hat es eine Digitation? Nein. So, Chat. Chat kann sich zu etwas digitieren. Toll. Vogue-Raymonde. Oh Mann, das wird ja auch noch was. Andere außer Virus mitnehmen. Oh. Okay, wir wechseln mal unser Team durch. Warte. Wir machen es jetzt einfach mal. Okay, wen nehmen wir mit? Ist fast Level. Ist es fast, ja. Ja. Weiß nicht. Euch mitnehmen. Das Speicher ab nehme ich mit. Um 10 erhöht. Geil. Dave, wenn ich dich jetzt mitnehme, müssen wir viel zu oft hin und her latschen. Nehmen wir es einfach so. So. Nehmen wir Beuti noch mit. Es ist kein Virus. Möchte ich mal, ne? Einfach mal sagen. Ich glaube, das ist das Digimon dafür. Fähigkeit 20, ja. Werd erstmal zu Aquilamon und dann haben wir ja auch fast... Oh, Fähigkeit 25, dann haben wir das ja auch fast. Geil. So, dann gucken wir mal weiter. Alt. Der da. Ich frage mich, wen ich treffen soll. Ich muss den Klienten im Nakano Broadway finden. Was? Aufwaschen? Viel Spaß beim Aufwaschen, Valkyra. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber vielleicht mit Wasser nach oben.
Hey! Du bist doch dieser Typ von Hoodie, oder? Ich möchte dir jemanden vorstellen. Achso, Geschirr abwaschen, achso. Ja, ab und auf ist er. Ich mach mich nur kurz fertig. Ich geh ihn kurz holen. Warte hier. Okay, das ist eine Transe, eindeutig. Der Klient ist eben auf die Toilette verschwunden. Frauen lassen einen immer warten. Ich warte jetzt schon seit über einer Stunde. Er braucht so lange. Was treibt er denn? Fap, 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 fap. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will wirklich nicht. Ach Mann, Jimmy Kid, geh weg. Hey, hey, entschuldige, dass du warten musstest. Hast du dich gelangweilt oder hast du es, oder hat es die Spanne irgendwie gesteigert? Schlägt dir das Herz bis zum Hals? Jimmy Kid ist in Nakano angekommen, tada! Lange nicht gesehen, aller Weltsgesicht. Ich weiß Bescheid, dass du in Wirklichkeit ein Sachsenspion bist. Pah, ich werde dir nie verzeihen. Niemals nicht. Jetzt werde ich Rache nehmen. Rache! Auf die Fresse, Alter! Nee? Wirklich nicht? Aha. Mhm. Nein, nein, nein. Ich kann die Vergangenheit ruhen lassen. Ich bin nicht hergekommen, um Stress mit dir anzufangen. Der Fall an der Tafel. Du hast ihn gesehen, oder? Oder? Du weißt, wer ihn da hingehangen hat, nicht wahr? Los, sag's mir. Erika? Was? Wer ist Erika? Die richtige Antwort ist, ich armer Kerl, der nicht mehr nach Eden kann, seit Faye meinen Account gelöscht hat. In jedem Moment erloschen die Flammen meines einst so leidenschaftlichen Herzens. Die Feen der Lyrik besuchen mich nicht mehr. Ich bin ein Schatten meiner selbst. Meine Energie wurde mir geraubt. Sogar mein einst mächtiges Skullgreymon ist nunmehr eher ein Nullmehrer. Skullmeramon ist nunmehr ein Nullmeramon. Du musst mir helfen, neue Inspiration zu finden. Bitte, heirate. Bitte heirate mich. Bitte heiter mich auf. Selbst wenn. Selbst wenn es dir nicht ernst ist. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn einmal so sehen würde. Er ist ein Häufchen Elend. Ich muss ihn irgendwie aufheitern. Ich weiß, ich werde jemanden um Hilfe bitten. Ich werde Erika bitten. Ich werde Faye bitten. Was das Intelligenteste überhaupt ist dann. Ich werde You bitten. Ja, Erika. Hä? Du willst, dass ich dir helfe, Jimmykin aufzuheitern? Keine Chance. Für solch einen Quatsch habe ich keine Zeit. Nein, wenn ich Erika bitte, geht es Jimmykin hinterher nur noch schlechter. Wen kann ich sonst fragen? Wir werden Faye fragen. Jimmykin, hast du noch nicht genug? Du bist ein erbärmlicher Anblick. Du bist nichts als ein dreckiger Schuft, menschlicher Abschaum. Mir wird schon übel, wenn ich nur im selben Raum bin wie du. Nein, wenn ich Faye bitte, erinnert ihn das nur an all seinen bisherigen Unannehmlichkeiten. Wen kann ich sonst fragen? Ja, Yu. Was? Du willst mir jemanden vorstellen? Es könnte mich aufheitern.
Ideen, ey. Oh, Taste, wie geht's? Ich hatte dich heute gar nicht erwartet. Oh! Hey, Allerweltsgesicht, wer ist das? Was macht Jimmykin denn hier? Ist er es wirklich? Rock'n'Roll, Baby, lol's! Mach die Augen auf und schau mich nur genau an! Das ist der echte Jimmykin! Leibhaftig! Was ist hier los, Case? Du bist ein Arsch. Was? Du willst, dass ich ihn aufheitere? Moment mal, wieso ich? Weil du so eine Witzfigur bist und jeder muss einfach über dich lachen. Das heitert jeden auf. Ich weiß gar nichts über seine Musik. Ich kann das nicht. Oh. Tu dein Bestes? Mehr fällt dir nicht ein? Na gut. Ich weiß nicht, wieso du dich so rein, so hängen lässt. Sei doch mal fröhlich. Siehst du, ich hab doch gesagt, ich kann das nicht. Oh, ja, geil. Wäre es nicht besser, jemanden zu fragen, der ihn besser kennt? Bestimmt freut er sich, wenn ihm jemand Komplimente macht oder seine Musik lobt oder so etwas. Ich habe neulich ein paar Jimmykin-Fans vor Tower Records in Shibuya gesehen. Gut, da brauche ich nicht länger Zeit mit dir verbringen. Nicht der Rede wert. Und dass du mich um Hilfe bittest, freut mich sehr. Ah, Case, ich liebe dich so sehr. Ah, du bist mein Traum. Ich habe ein Schrein im Schrank von dir. Den bete ich jedes Mal an. Der Mund ist geöffnet. Hihi. Das Anbeten macht Spaß. Es kribbelt. Komm jederzeit zu mir, wenn du je einen Rat brauchst. Ich verkaufe nämlich Reifen. Da kannst du Räder haben, so viel du willst. Verlass dich nicht mehr nur auf Hoodie. Sie sind weg. Natürlich sind sie weg. Du nervst. Gott, Yu, ey. Yu meint, dass sich die Fans von Jimmykin hier irgendwo versammeln. Ich schau mich mal um. Ja, Tower Records, hast nicht gehört? Alter, geil, wir haben Jimmykin dabei, ich freue mich. Rate mal, wer schrieb den ersten Krimi, der Doppelmord in der Rue Morgue, Rue... Edgar Allan Poe, den einzigsten, den ich kenne. Den einzigen, den ich überhaupt kenne. Ja, lass mich mal raus da. Haben wir eigentlich schon... Nein, haben wir noch kein bisschen. Dann lass uns noch mal ganz kurz ins Digilab gehen. Dann können wir nämlich noch mal das hier machen. So, jetzt sind wir wieder voll energiegeladen. Und jetzt gehen wir hier hoch. So, Tower Records. Da, das sind Jimmykin-Fans. Eindeutig. Die sehen so stumpfig aus. Ist das? Jimmykin? Bist du es? Das gibt's doch nicht! Mein Gott! Das ist Jimmykin! Bekomme ich ein Autogramm? Bitte! Ich liebe kurzlebige Kolibri! Ich bin ein großer Fan! Lass mich deine Hand schütteln! Jimmykin, du bist so cool. Du bist der Inbegriff von Charisma. Hey, meine süßen Demons. Ich bin cool genug für euch alle. Einer nach den anderen. Hallo, Hund. Kuschel dich mal hier hin. Ja, genau. So, der Hund hat sich jetzt gerade zu mir gelegt. Wild über vor Charisma. Oh, Jimmykin, es ist fantastisch, dir persönlich zu begegnen. Was für ein herrlicher Tag.
Danke, danke. Ich liebe euch auch alle. Nicht nur dein dämonischer Look ist cool, sondern du gehörst auch zu den besten Hackern in Eden und ich habe gehört, dein Digimon ist super stark. Oh, wirklich? Was machst du da? Was machst du da? Entschuldigung, muss gerade den Hund ärgern. Leg dich mal hin, chill mal deine Nuggets. Ich habe eine Theorie über deine Inspiration zu kurzlebige Kolibris. Willst du sie hören? Ich kann sie dir sogar zeigen. Das geht schneller. Wir haben nicht viel Platz, aber es ist egal. Du weißt ja, ab 10 ist alles dehnbar. Was ist denn das für ein Digimon? Hey, lass dein Ohr in Ruhe. Die kleinen Dämonen-Äuglein, die dich erzittern ließen. Es war der hier, oder? Was ist denn das für ein Digimon? Müde? Nee. Das ist Valdurmon. Es ist eigentlich riesig, aber ich habe die Größe angepasst und es verkleinert, damit ich es dir hier zeigen kann. Nee. Also, stimmt meine Theorie? Ach, Kuschelhausi, Mensch, was ist denn los? Die Mama kommt auch bald nach Hause. Noch eine, streck mir nicht die Zunge raus. Streck mir nicht die Zunge raus. Entschuldigung, muss mit dem Hund reden. Was ist los mit dir? Du warst spazieren. Noch eine Stunde kannst du dich gedulden, ja? Tja, schätze schon. Hahaha, wusste ich's doch, wie aufregend. Der große, mächtige Vogel hat also kurzlebige Kolibris inspiriert. Super! Ich kann gar nicht glauben, dass du darauf gekommen bist! Allerdings, ist ein heiliges Vogel-Digimon und ich bin ein Demon! Jimmykin! Warte, hier, das ist der andere. Jimmykin, würdest du gegen mich kämpfen? Wie? Lass dein Ohr in Ruhe. Wie? Das halte ich für keine gute Idee. Sein Digimon sieht nicht aus, als hätte es gegen meins eine Chance, oder? So, entschuldigt Demon, Leute. Ich habe heute ein bisschen Halsweh. Hast du das gehört? Ich glaube, Jimmykin wird live kämpfen. Hurra! Unglaublich! Heute ist der schönste Tag meines Lebens! Jimmykin sieht mich an, als würde er sich Hilfe wünschen. Ich möchte nicht, dass er so schnell schon wieder deprimiert wird. Nachdem er sich erholt hat, ich sollte ihm helfen. Okay, wir kämpfen zusammen mit Jimmykin gegen diesen riesigen Vogel, was auch immer das ist. Oh, natürlich, es ist wieder genau so ein... Okay. Ja, machen wir das da. Ich meine, es hilft sowieso nicht, oder? Doch, Panik. Geil. Es ist panisch, es liegt. Es hat Angst. Es wird leiden. Und der Hund ist wieder weggelaufen. Arme kleine Harley. Wurde einfach hart ein bisschen ignoriert. Voll fies. Hä? Ist es schon passiert? Bin ich schon tot? Ich finde das Digimon aber auch irgendwie hässlich. Es tut mir wirklich leid, aber das Digimon ist hässlich. Man guckt es euch an. Es sieht irgendwie total doof aus. Ist ein Mega-Digimon, oder? Ich hab da natürlich wieder überhaupt gar keine Ahnung von diesem Digimon. Von diesem Spiel namens Digimon. Oh, da weiß ich gar nichts von. Hau Laser. Zack.
Aber nach den ganzen Stimmen muss ich mir gleich erstmal echt was zu trinken holen. Mach doch mal was Anständiges, Boltmorn. Meine Güte. Ist ja nicht so ein nutzloser Haufen Ding. Warum kriegt ihr eigentlich immer Doppelschaden? Bei Baldurmon muss ich auch immer an Baldur denken. Weiß auch nicht warum. Aurora-Schwankung. Ich hatte jetzt wirklich Schwankungen gehabt, muss ich sagen. So, gibt doch bestimmt wieder 1 Million EXP, oder? Wenn es denn jetzt gleich mal tot ist. Ist ja gleich tot. Ganz entspannt. Das lebt ja immer noch, die Wurstpelle. Mensch. Can you please die? Danke. Dankeschön. Und wir haben wieder nichts getötet. Und... Ich höre Jimmy kennen den Hintergrund. Es kotzt mich an. Was, Baldurmon kann offiziell mit Chaosmon? Was, mit Chaosmon DNA digitieren? Aber Chaosmon ist doch... Ist doch auch eine DNA-Digitation. Hä? Chaosmon ist doch auch eine DNA-Digitation. Wie kann denn eine DNA-Digitation haben?